Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute gibt es aber nur ein kleines Infovideo, denn es ist gerade bekannt geworden, dass w49.sfgame.net doch starten wird. Und zwar diesen Freitag wird der 49. Server released. Warum ist das Ganze so kurios oder warum sorgt das für Aufsehen? Ja, das Ding ist halt, W49 war bei vielen Leuten schon gar nicht mehr auf dem Schirm gewesen, ja, weil ja, W50 quasi vor der Haustür steht und viele, inklusive auch mir, gedacht haben, dass W49 geskippt wird, so wie es damals bei W29 war. Den Server gibt es auch nicht. Es kam W28, W29 wurde übersprungen und es kam dann W30 als Jubiläumsserver, weil der Hype so groß war. Ja, jetzt ist es so, dass es ja W48 gab. Der kam am, ich glaube, am 16. Freitag kam W48 raus. Und jetzt, dadurch, dass sie jetzt 1, 2, 3... So, warte mal, 3, 4, 5, 6 Wochen sind jetzt hier vergangen, seit W48 gestartet ist und jetzt W49 startet. Haben sie jetzt natürlich ein relativ kleines Zeitfenster jetzt auch zu W50. Ja, wir haben jetzt hier am 28. wird das Ganze hier starten. Das heißt, wir haben hier eine Woche. Ja, 2, 3, 4. Gut, ein Monat vergeht bis dahin quasi und ja, ich sag mal, es ist ein sehr kleiner Zeitraum. Es kam aber auch schon öfter mal vor, dass jeden Monat ein neuer Server released wird und deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht unwahrscheinlich, dass W50 an Geburtstag jetzt nun erscheinen wird. Ne? Das ist so meine Prognose, ob das natürlich so wahr sein wird. Ja, das wissen wir immer noch nicht zu 100%, aber wir gehen mal jetzt ganz fest von aus, dass es so sein wird. Ne? Denn der Zeitraum ist ja nicht zu kurz, sag ich mal. Es ist zwar auch nicht sehr lange, aber es kam halt, wie gesagt, schon öfter mal vor. Nur, dass halt viele Spieler davon ausgegangen sind, dass W49 gar nicht erscheinen wird, weil es halt, wie gesagt, das sind halt drei Server, die sehr kurzfristig aneinander gebündelt sind. Und ja, W49, wie gesagt, der Counter steht unter der Internetadresse w49.sfgame.net, könnt ihr auf diesen Server schon zugreifen oder auf den Countdown hier. Ansonsten ist im internationalen Forum auch schon aufgetaucht eine Gildensektion hier, W49, also hier das Ganze steht auf jeden Fall. Ne? Und ja, ich bin gespannt, wie der Server abschneiden wird. Ich werde auf dem Server nicht spielen, ich werde auch nicht zum Serverstart livestreamen können, weil ich da auch unterwegs bin und ja, da werde ich dann halt den Serverstart direkt nicht live mitverfolgen können. Ich werde aber natürlich mal raufschauen am Wochenende, denke ich mal, um mal zu gucken, was denn dort Sache sein wird. Ne? Und ja, im Prinzip unterm Strich prognostiziert mir dieser Server, dass halt W50 zum Geburtstag kommen wird. Ne? Und ja, es ist halt nur nicht so gut für jetzt W48, weil der noch relativ jung ist, der Server, dass schon wieder ein neuer Server rauskommt und der eventuell von dem vorherigen Server abgelöst wird. Genauso wenig wird es gut sein, dass W49 jetzt rauskommt, weil W50 dann ja einen Monat später schon startet denn. Und ja, dadurch W49 sehr doll in Mitleidenschaft gezogen wird, was der Server ja eh schon, wo der eh schon von betroffen ist, weil es halt der Vorreiter von W50 ist. Das gibt aber auch wieder Anlass, um halt für ein paar Leute, die nicht wirklich Lust haben, ja, großartig viele Pilze in seinen Account zu stecken und trotzdem oben mitspielen möchten, ist W49 halt ein sehr interessanter Server, weil dort wahrscheinlich noch nicht viel los sein wird. Dieser Server wird relativ, ja, sag ich mal, also nicht sehr aktiv bespielt werden. Es könnte aber sein, dass auf dem Server sehr viele Langzeitspieler drauf playen werden. So. Es werden zwar wahrscheinlich diese Powerpilzer werden nicht so extrem sein am Anfang des Servers. Dafür denke ich mal, dass viele Free-to-Play-Spieler dort Platz finden werden, die Bock haben, oben mitzuspielen, aber halt, wie gesagt, Free-to-Play oder sehr pilzsparend unterwegs sind.
ne, und halt trotzdem relativ weit oben dastehen möchten. Für dies ist der Server vielleicht interessant, dort drauf zu spielen, weil, wie gesagt, die Free-to-Play-Spieler, die brauchen halt eine Zeit länger, um alle anderen aufzuholen, ne, und deswegen, das geht vielleicht auf W49 ein bisschen schneller, weil es dort nicht so viele Hardcore-Pilzer geben wird. Es wird bestimmt immer ein, zwei Ausreißer geben, das davon ist nicht auszuschließen, aber wie lange sich das Ganze hält, ist natürlich dann die Frage, bevor denn auf W50 massenweise Hunderte, Tausende, Millionen Pilze verschossen werden, um denn dort sich den Rang 1 zu ergattern. Da ist denn dieser Server wahrscheinlich deutlich billiger und die etwas günstigere Variante für Leute, die langfristig Free-to-Play oder sehr pilzsparend spielen möchten und auf einem etwas höheren Rang gelistet sein wollen. Das ist auf jeden Fall eine gute Opportunity, diesen Server hier zu picken. Und ja, das sollte nur ein kleines Infovideo werden. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auf dem Server aktiv spielen wollt oder auf W50 warten werdet. Ne? Und das war es soweit von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank und haut rein und bis zum nächsten Mal.